Das Toshiba Z20T könnte zunächst einmal täuschen. Von weitem, aber auch von nahem sieht es aus wie ein normales Notebook. Das ist es aber nicht. Beim Z20T handelt es sich um ein 12.5-Inch-Tablet. Der 16:9-Screen löst mit Full HD auf und ist erfreulicherweise matt. Für Menschen, die gerne draußen arbeiten oder mit dem Rücken zum Fenster arbeiten müssen, also optimal. Mit dem beiliegenden Stift könnt ihr euch Notizen machen oder Bilder malen. Meine Kunstwerke will aber, glaube ich, niemand sehen. Den Arm bzw. die Hand kann man dabei auch aufs Display legen, ohne dass die Nutzung beeinträchtigt wird. Das Mikrofon macht seinen Job. Aus der typischen Skype-Haltung heraus kann mich mein Gegenüber gut verstehen. Das Mikrofon, könnte man meinen, emuliert eine Telefonleitung. Denn genauso klingt es auch, wenn man genauer hinhört. Am Ende dieses Reviews gibt's noch ein paar Beispielaufnahmen der Kamera. Da hört ihr die Rausch- und Hintergrundunterdrückung des Mikrofons. Und die ist wirklich gut. Gerade in lauten Umgebungen wie Kino oder Bahnhof habe ich mit deutlich mehr Hintergrundgeräuschen gerechnet. Bei Videoaufnahmen kommt der Sound ein wenig hereingeschlichen, wie man hier hört. Die coolste Ente der ganzen Stadt. Oder? Also immer erst ein paar Sekunden warten, bis man losspricht, weil man irgendwas Wichtiges zu sagen hat. Der Speaker ist in meinen Augen gut. YouTube, hin und wieder Netflix, alles kein Problem. Aber hört selbst. An Bord meiner Version ist ein Intel Core M7 Prozessor. Die C-Variante des Z20T kommt mit Skylake Prozessoren daher. Der Prozessor taktet mit 1,2 GHz. Und kann im Turbo Boost bis zu 1,5 GHz erreichen. Dem Nutzer stehen satte 16 GB RAM zur Verfügung. In den vergangenen Wochen habe ich einige meiner Scripts auf der Tastatur geschrieben. Diese kommt mir ein Hauch zu klein vor. Das kann aber auch sehr gut an meinen Pranken, die ich selbst hin und wieder Hände nenne, liegen. Links und rechts neben der Tastatur wäre aber eigentlich noch Platz gewesen, um jene etwas breiter und die Tasten somit etwas größer zu machen. Das Keyboard ist beleuchtet und hat einen guten Druckpunkt. Der Travel geht auch in Ordnung, auch wenn mein Herz immer noch im 2016er MacBook hinterher weint. Inmitten der Tastatur ist ein Trackpad, ähnlich wie bei ThinkPads verbaut. Wer damit zurechtkommt, wird sicherlich viel Freude damit haben. Mir persönlich sagen dafür die Tasten des Touchpads zu. Toshiba setzt hier erfreulicherweise nicht auf eine Wippe. In Sachen Ports ist das Toshiba Z20T sehr gut ausgestattet. Das Tablet selbst verfügt über einen USB-C-Anschluss, einen HDMI-Port, einen SD-Kartenslot und natürlich einen Kopfhöreranschluss. Die Lapdock hat noch zwei weitere USB 3-Ports, einen Ethernet-Port und einen Ladeanschluss. Sehr, sehr erfreulicherweise kommt die Lapdock auch mit einem VGA und Full-Sized HDMI-Port daher, sodass auch ältere Beamer angeschlossen werden können. Über eine Lautstärkewippe am Tablet kann das Z20T lauter und leiser gestellt werden. Lapdock und das Tablet werden nicht über Magnete zusammengehalten. Um beide Elemente zu trennen, müssen zwei Sicherungen gelöst werden. Die Chance, dass ihr unabsichtlich Tablet und Tastatur trennt, ist also sehr gering. Selbstverständlich knipst das Toshiba auch Fotos. Auf der Rückseite wurde eine 5-Megapixel-Kamera verbaut. Ich muss zugeben, dass ich selten mit einem so großen Gerät durch die Gegend laufe. Aber das dürfte wohl recht verständlich sein. Es sollten heute 20 Grad werden. Gefühlt sind es 2 Grad. Na gut, das ist nicht ganz wahr. Gefühlt sind es 12 Grad. Mein TV-Bild ist schon ganz schön lange weg. Spätestens seitdem ich nicht mehr DVB-T habe. Und auf geht's zum Kino. Sieht zwar jetzt nicht so lecker aus, ist aber bestimmt sehr, sehr lecker. Auf die Schön und das Biest bin ich wirklich gespannt. Für Selfies oder Videokonferenzen zeigt sich eine 2-Megapixel-Kamera auf der Front verantwortlich. Heute Abend geht's ins Kino, zwar in Logan. Ich hoffe, man muss den letzten X-Men-Film dafür nicht geguckt haben, weil den habe ich nicht gesehen. So, Kindergarten ist heute vorbei und jetzt geht's ab zu Subway. Kleine Stärkung vor dem Kino. Also vor der nächsten kleinen Stärkung in Form von Popcorn. Die anderen holen schon die Karten und ich werde auch nur ganz gering dumm angeguckt, weil ich mit einem Tablet Videoaufnahmen mache. Nur so ein ganz kleines bisschen. Wie bereits erwähnt, liefert Toshiba einen Stift mit.
Aber Achtung, solltet ihr mit dem Gerät samt Laptop arbeiten, könnt ihr nicht einfach den Stift rausziehen. Bevor man also eine PowerPoint-Präsentation hält, sollte der Stift zuerst herausgezogen und dann die Präsentation aufgebaut werden. Das Z20T kommt mit einer 500 GB PCIe SSD daher, die auf dem Gerät verlötet ist. Ein Upgrade durch den User ist somit ausgeschlossen. Das Beste an Laptops ist sicherlich die Akkusituation. Das Tablet selbst hat einen und die Dock auch. Während das Tablet selbst während einem Starbucks-Marathon knapp 6 Stunden durchhielt, habe ich es noch nicht geschafft, den Akku der Kombination leer zu bekommen, ohne dass ich zwischendurch nachladen konnte. Das Kabel ist angenehm lang und man muss nicht direkt neben der Steckdose sitzen. Insgesamt hinterlässt das Toshiba Z20T einen sehr hochwertigen Eindruck. Das Gerät muss ich keinesfalls vor meinem alten MacBook verstecken. Der Price Tag allerdings auch nicht. Ab 1800 Euro geht's auf Amazon los. Ihr habt noch Fragen zum Toshiba Z20T? Dann ab damit in die Comments. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Tim Mohn für die Nerdbench.